Hey, yo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und einige werden jetzt vielleicht ein Déjà-vu haben. Ich habe das Spiel doch schon mal gespielt. Jein! Das Spiel, was ich gespielt habe, Cube Life Island Survival, das ist ein anderes Spiel. Das kam damals für die Wii U raus und ich habe das Spiel ja übelst gesuchtet. Und jetzt haben wir das ganze Spiel nochmal als HD-Version. Komischerweise steht nicht HD im Titel, was etwas seltsam ist. Aber ihr seht schon an der Grafik, die das normale Cube Life kennen, dass es komplett anders aussieht. Ich will jetzt nicht lange labern, ich habe viel mit dem Spiel vor, ich habe viel mit euch vor und deswegen gehe ich jetzt einfach sofort ins Game rein. Einstellungen habe ich schon gemacht, ich war schon kurz unterwegs, um mir die Steuerung und so weiter anzugucken und da starten wir einfach mal. I had the perfect life because I had everything. Money, friends, cars. I even had a huge mansion. I traveled a lot, went on vacations all over the world. But that night, it all changed. That night, I lost everything. Suddenly, our cruise ship hit something, and we started to sink. I'm the only survivor from the shipwreck. I woke up on this deserted island, alone. Everything I had is now gone. Ja, auch das Intro sollte einigen schon bekannt vorkommen. Sie haben es aber ein bisschen abgeändert. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr so dunkel und ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Eine Sache, die euch jetzt auffallen wird, der Ladebildschirm. Das war immer so ein Problem auf der Wii U. Jetzt achtet mal auf die Ladezeit. Ich versuche natürlich, oder habe mir bis eben noch so gedacht, dass ich immer den Ladebildschirm einfach rausschneide für euch. Aber ihr seht, es dauert nicht sehr lang. Also das lohnt sich teilweise gar nicht. Ja, da wissen wir Bescheid. Wir sind hungrig und so weiter. Ja, ist ja gut. Und wir brauchen Kokosnüsse, damit wir hier nicht verdursten. Das ist jetzt das Erste, was ich hole. Und dann zeige ich euch, was es hier so schönes Neues gibt. Und dann sage ich euch auch, was ich mit euch alles vorhabe. Also was es für Videos gibt und so weiter. Gut, einige haben vielleicht schon meine. Ja, ist ja gut. Einige haben ja vielleicht schon meine Videos zu Cube Life gesehen, die ich vor kurzem erst hochgeladen habe. Und ja. Ist ja gut. Bin ja schon dabei. So, zack. So, die haben wahrscheinlich die Videos schon gesehen und wissen, was ich so ungefähr vorhabe. Aber ich habe halt auch noch ein bisschen mehr vor und vor allem mit euch ein bisschen was vor. Gehen wir einmal rum. Den Baum holze ich mal noch nicht ab, weil. Doch, brauche ich. Weil ich Werkzeug machen möchte und mit dem Werkzeug ist es dann einfacher, den Baum abzuholzen. Ja. So. Also, das Erste, was auffällt, Grafik. Die ist krank. Also die Grafik ist richtig, richtig heftig geil. Oh, habe ich jetzt genug? Warte mal, wie war das? Inventar. Jo, und jetzt setzen wir eins hier rein. Eins. Nee, so war das jetzt nicht. Ah, okay. Zack, zack, zack. Crafting Table. Den brauche ich auf jeden Fall. Und dann gehen wir wieder raus. Genau. Ja, ich bin ja schon dabei. Geht das, wenn ich das jetzt hier abholze? Geht dann das ganze Grünzeugs kaputt oder nicht? Bin ich mal gespannt. Sieht nicht so aus. Da oben hüpft unser Holz. Okay. Okay. Ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich es halt gewohnt bin oder war, mit dem Wii U Gamepad zu spielen. Und ich weiß ja nicht, wer sich das Ganze hier für einen Rechner holt, auf Steam. Und wer sich das Ganze dann halt für, was weiß ich, für die Switch oder so holt. So, wir holen uns hier alle Kokosnüsse, das ist erstmal relativ wichtig am Anfang.
Muss man mal gucken, dass die nicht hier im Wasser irgendwie verschwinden. Ne, gut, alles klar. Hüpfen machen wir automatisch, können wir aber auch ausstellen. Das habe ich schon gesehen. So, zack, zack, zack. Der Anfang ist jetzt ein klein wenig langweilig, aber gleich geht's los. So, zack, zack. Es ist so geil, wie das hier alles auseinanderfällt. Ja, eigentlich sollte das Spiel, die HD-Version, sollte eigentlich 2017 erscheinen. Und zwar im Frühling 2017. Aber sie ist nicht erschienen. Und irgendwie hat dann keiner mehr so richtig damit gerechnet. Ich auch nicht. Natürlich habe ich gehofft, dass es noch erscheint. Aber es ist einfach nichts gekommen. Es kam keine Nachricht und so weiter. Und jetzt wurde relativ kurzfristig... Ja, kurzfristig wurde jetzt angekündigt... hat Fritz gesagt. Kurz fritzig. Wurde gerade angekündigt, dass ja, die HD-Version doch kommt. Warte mal, wo ist denn das? Hier war etwas. Eigentlich schwimmt hier eine Kiste. Wo ist die Kiste hin? Wo ist die Kiste? Ich habe die extra... Ah, da. Ich habe die extra nicht aufgemacht. Das ist auch cool. Es gibt hier so, ja, sowas wie Strömungen. Diese Kiste will ich haben. Ich habe die extra nicht aufgemacht, wo ich eben getestet habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es denn da drinne gibt. Und vor allem bin ich auch gespannt, ob die irgendwas verändert haben. So, sag mal, ja. Ah, und jetzt? Oh, 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 oh. Das ist interessant. Also wenn wir das auf jeder Insel finden, ist das cool. Dann ist das richtig cool. Also hier schwimmen jetzt Kisten rum. Okay, sehr, sehr interessant. So, die Insel kennt eigentlich jeder, der Cube Life kennt. Die Insel sieht aus wie immer. Das ist die Startinsel. Hier gibt's Schweine, hier gibt's Hühnchen und so weiter. Ja, auf jeden Fall wurde das Spiel jetzt angekündigt. Und dann sollte es am 18. April erscheinen. Ist aber nicht erschienen. Dann hieß es 19. April, dann habe ich wieder gewartet, dann hieß es jetzt 20. April und so weiter. Jetzt ist es endlich da. Sie haben es halt immer wieder verschoben gehabt. Und jetzt ist es endlich da. Ja, und jetzt kann man loslegen. Gibt es ja noch irgendwo eine Kiste, die hier irgendwo lang schwimmt? Ist jetzt keine. Aber ich brauche und... Ja. Und es ist der originale Sprecher. Es ist so geil. Hallo, hallo, ich will da rein. Jo. So, wie sieht das Ganze aus? Lauf, 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 lauf. Okay, gut. Also bis jetzt ist alles gleich. Ich hoffe natürlich, dass... Ach, Quatsch, was mache ich denn? Ich hoffe natürlich, dass sie es so machen. Leider ist es hier jetzt noch nicht so der Fall. Habe ich jetzt noch Holz? Reden und neue Steuerung. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hoffe natürlich, dass sie es so machen, dass sie auf den Inseln, die es bis jetzt gab, beim normalen Cube Life, dass sie dort halt... Wartet. Okay, sehr geil. Und jetzt brauche ich eigentlich Stein. Den kann ich aber nicht abbauen, soweit ich das noch weiß. So. Wie war denn eine Pickaxe? So, so. Und so, ne? Ja. Okay, gut. Kann ich da irgendwie wie... Ah, okay. Ich frage mich nur, wie ich hier einfach rauskomme. Gut. Dass sie auf den Inseln, die es bis jetzt gab, dass sie da zum Beispiel halt Papageien einfügen, die es auf anderen Inseln gibt. Dass sie da halt, keine Ahnung, Affen einfügen, diverse Pflanzen, die es halt auf anderen Inseln gibt. Ich hoffe natürlich auch, dass man vielleicht jetzt Bäume anpflanzen kann, denn es gibt ein Riesenproblem mit den Palmen, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Beziehungsweise in einem meiner Projekte... Ja, ja. Und zwar... So, so, so. Komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Jetzt habe ich es. Gut. Und zwar in meinem Tutorial. Ich möchte ein neues Tutorial machen. Ich habe damals, wo das Spiel rauskam und eigentlich noch unspielbar war, weil das alle gesagt haben, das Spiel ist unspielbar, habe ich damals ein Tutorial gemacht. Und ja, ich wollte eigentlich den Leuten das ein bisschen vereinfachen. Warte mal, geht das eigentlich auch noch? Moment, Moment. Ich wollte es den Leuten ein bisschen
vereinfachen, dieses Spiel zu. Ah, es geht. Okay, das ist das Erste, was wir brauchen. Und ganz viele Fackeln. Da habe ich auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall ein Tutorial gemacht. Ja, und dieses Tutorial kann ich euch jetzt nicht mehr unbedingt ans Herz legen. Ich will auf jeden Fall ein neues Tutorial machen. Keine Frage. So, das setzen wir hier hin. Und hier ist nämlich ein versteckter Raum. Gehen wir hier runter und da gibt es nämlich eine Kiste. Ah, sehr schön. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Damit kann man nämlich dann schon was abbauen. So, jetzt brauche ich aber gleich noch viel mehr Stein. Also am Anfang muss man halt sehr viel sammeln und craften. Ich brauche, muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. So, Helm hier oben hin. Das ist okay. Die Kiste hole ich mir gleich. Yep. Die Kiste holen wir uns jetzt. Das ist meine. What? Okay, gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe die Kiste kaputt gemacht. So, okay. Okay, jetzt habe ich zwei Kisten. Super. Ich habe aber noch keine interessante. Warte, brauche noch ein bisschen Stein. Wir nehmen einfach mal hier alles weg. Ich habe auch noch keinen interessanten Rucksack, wo ich ziemlich viel Zeug reinkriege. Ich merke gerade, dass ich gar nicht so richtig da bin. Ich bin noch ein bisschen erschlagen. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Wir sollten erstmal hier rausgehen. Und sollten mal kurz auf die Jagd gehen. Das dürfte eigentlich auch mit der Axt funktionieren. Ich will euch nämlich noch was zeigen, was ich richtig krass eben fand. Und zwar, wenn ihr hier so rumguckt, dann seht ihr, dass hier so Zeugs rumfliegt. Ich dachte erst, das sind Blätter, aber das sind Insekten. Und wenn ihr hier auf den Boden guckt, dann seht ihr die Schatten der Insekten. Das ist total beeindruckend, finde ich. Das hört sich jetzt im ersten Moment doof an, aber ich finde das krass. So, wir brauchen Schweine. Schweine, Schweine, Schweine. Ja, jetzt finde ich sie wieder nicht. Schweine, hallo. Da. Ja, also die erste Insel ist noch relativ, gerade am ersten Tag ist sie noch relativ sicher. Da müsst ihr jetzt nicht auf viel achten. Es tut mir leid, ich will dich eigentlich nicht töten, aber ich muss. Ich muss, es tut mir so leid. Fleisch, was will ich denn mit Fleisch? Naja, gut, dann essen wir das gleich mal. Ich brauche unbedingt Leder. Kein Fleisch, ich brauche Leder. Ja, komm her. Ja. Ja, komm, komm, komm. Oh, das rumquietscht. Da drüben ist auch noch eins, okay. Wenn ihr so langsam seid, dann passt das mir gerade hier ganz gut. Dann nehme ich mal dich hier. Zack. Mit Maus und Tastatur ist wirklich schwierig. Also ich brauche auf jeden Fall dann irgendwann meine Konsolenversion. Aber ich möchte euch das natürlich zeigen. Das Spiel so schnell wie möglich zeigen. Was macht das Vieh da? Also warum liegt das noch da so halbtot rum? Kann ich damit noch irgendwas anstellen? Okay. Gut, gut. Ist ein bisschen verstörend, aber okay. Hier drüben war noch ein Schweinchen. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es da oben? Komm her, komm her, komm her. So, ja, auf jeden Fall ein Tutorial möchte ich machen. Das habe ich schon gesagt. Das Let's Play. Ich möchte auch ganz gerne mit euch. Oh shit. Es wird dunkel. Wir müssen uns gleich verziehen. Und es gibt eine Musik fürs Dunkelwerden. Okay. Ach, übrigens, es gibt keine Muscheln. Ich habe hier geguckt. Und es gibt keine Muscheln. Jetzt bin ich gespannt, ob das Spiel laggt, wenn die Kannibalen kommen. Es gibt keine Muscheln mehr. Jedenfalls auf dieser Insel. Was mir mal so gar nicht gefällt. Oh, da ist gerade ein Käfer lang geflogen. Habe ich genau gesehen. Ja, sehr cool, ich bin ja schon unterwegs.
Da kann man gleich mal ein bisschen. Wo ist jetzt die Fackel? Da müssen wir hin. So, kann man ein bisschen was abbauen und ein bisschen werkeln, solange hier draußen die Gefahr ist, wenn es dunkel wird. Denn wenn es dunkel wird, wird es wahnsinnig gefährlich. Ach, hi. Hast du auch Angst oder was? So, dann brauchen wir ein bisschen Stein. Zack. Okay. Wer das Schwein verrät, das Huhn verrät mich. So, dann bauen wir einfach mal hier viel Stein ab. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, groß mit euch zu reden, während ich hier einfach abbaue. Also, ja, ich würde gerne auf einer Insel sowas wie ein Dorf bauen. Das habe ich damals bei der Wii U-Version schon versucht. Verschon. Und das habe ich im Stream gemacht. Also, das würde ich dann ganz gerne im Stream machen, so dass wir auch mal losfahren, uns ein bisschen Material krallen. Und ich dann halt eine, ja, ein Dorf im Prinzip baue. Aber das wird erst nach dem Let's Play passieren. Ich möchte natürlich jetzt alle Gebiete sehen. Ich möchte gucken, ob sie vielleicht auf Gebieten, wo es früher nur Wasser gab und Haie, ob da jetzt Inseln sind, ob es irgendwelche Überraschungen gibt, von denen wir nichts wissen, weil sie haben ja echt lange an dem Spiel gewerkelt. Und da ist es natürlich sehr interessant zu wissen, was sie denn in der Zeit gemacht haben. Oder ob sie es einfach nur grafisch angepasst haben. Das würde mich echt interessieren. Ich finde das so geil, wie das hier auseinanderbröselt. So, das wäre eine Sache, die ich definitiv herausfinden möchte. Deswegen alle Gebiete werden wir uns nochmal angucken. Das Tutorial wird, wie gesagt, kommen dann. Die Axt hält aber diesmal richtig viel aus. Kann das sein? Also, ich finde, die hält wahnsinnig viel jetzt aus. Ja, dann würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann ein Multiplayer rauskommt. Bis jetzt gibt es den noch nicht. Aber, das finde ich interessant. Sie haben gesagt, das Spiel wird weiterentwickelt. Das heißt, es könnte wie damals, ihr müsst euch vorstellen, ja gut, ich kann die Karte jetzt nicht zeigen. Damals gab es 25 Gebiete, die ihr bereisen konntet. Mehr ging nicht. Auf der Karte waren aber schon 121 Gebiete zu sehen. Aber ihr konntet nur 25 bereisen. Und diese 25, jetzt habe ich meine Fackel hier kaputt gemacht. Sehr schön. Oh no! Da ist es wieder. Oh no! Ah, ich liebe es. Schöne Grüße gehen raus an Papa Noob. ja, ich möchte gerne erstmal eine neue Waffe. Neue Waffe, neue Waffe. Dafür muss ich aber irgendwas wegtun. Was? Ich brauche hier diese kleine Fackel nicht. Bitte diese kleine Fackel hier weg. Die sind doof. So. Hat mich einer gesehen oder was? Ernsthaft? Sie sind gerade. Über mir ist gerade etwas Böses. Das will ich nur mal so angemerkt haben. Was denn jetzt? Eine Axt bräuchte man auf jeden Fall. Definitiv. Wir halt. Braucht das da? Oder geht. Ich weiß nicht mehr viel über das Spiel. Ach, das ging auch. Okay. Achso, ist ja klar, das ist ja Holz, das ist ja kein Stein. Ach, bin ich doof. Also eine Pickaxe. Auf jeden Fall. Warum reagiert das manchmal nicht? Das ist seltsam. Warte mal. Muss erstmal was in die Kisten packen. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das war das Falsche. Ich will das da. Hallo? 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 Danke, danke. Du bist aber nett. Hallo? Also irgendwas? Jetzt. Kann das sein, dass sich gerade einer durchgräbt? Das hört sich so an. Dann wäre das natürlich ein super geiler Start, wenn ich jetzt gleich hier gekillt werde. Dieses Spiel ist nämlich heftig schwer. Obwohl sie es schon sehr vereinfacht haben, muss ich sagen. Ach, Leute. Also das haben sie immer noch nicht raus. Wie damals. Nein! Nein! Ich möchte gerne. Danke. So, so. Jetzt möchte ich gerne Stein. Wie ging denn diese blöde Axt? War das auf der anderen Seite?
Ah, so. Dann haben wir eine Steinaxt. Steinschwert, brauchst du ein Schwert? Mit der Axt. Ach komm, wir machen uns ein Schwert. Wir sind ja eh einmal dabei. Das Schwert ging, glaube ich, so. Warte, warte, warte. Ja. So ging das Schwert. Perfekt. Perfekt. So, dann schmeißen wir hier jetzt noch. Was schmeißen wir jetzt hier noch rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen? Wir brauchen das gerade nicht. Wir brauchen das gerade nicht. Nehmt überall alle Kisten mit, die ihr kriegen könnt. Die sind erstmal sehr wichtig. Fackeln brauche ich jetzt auf dieser Insel auch noch nicht. Stäbe lassen wir mal hier drinnen. Das stört jetzt nicht. So, und dann bauen wir weiter ab und dann kommen wir mal weiter zum Text. Ja, ich möchte euch ganz gerne, wer gerne Lust drauf hat, über Cube Life labern. In Videoform. Da könnt ihr euch ja mal melden, beziehungsweise ich werde mich wahrscheinlich bei einigen Leuten melden. Und dann möchte ich ganz gerne. Ich habe irgendwie echt Schiss, dass hier einer reinkommt. Die Musik ist aber echt krass. Ich finde die. Und dann möchte ich auch so mit euch labern, jetzt nicht im Video vor. Dafür kann ich euch meinen Discord-Server empfehlen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Discord ist umsonst, wer es noch nicht kennt. Einfach schnell installieren und dann könnt ihr draufkommen. Da können wir uns ein bisschen über Cube Life unterhalten. Und jetzt kommt noch was. Ich brauche eure Hilfe. Ich baue nämlich gerade an einer Website für Cube Life. Was wie ein Überlebensguide, kann man sagen. Und ich bräuchte. Was? Wo? 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 What? 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 Fuck, 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 fuck. Okay, das war über mir. Ich habe gerade ein bisschen Herzrasen. Junge, das ist ein Spiel. Bleib doch mal ruhig. Okay. Wir warten jetzt noch, bis der nächste Morgen anbricht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schon wieder wird hier einer verkloppt. Ey, das ist echt, das macht mich echt nervös, muss ich sagen. So, auf jeden Fall. Jetzt kratzt er hier irgendwo, oder? Könntet ihr mal aufhören damit? Ey, die sind direkt über mir irgendwie. Ich kriege hier eine Meise. Die können doch gar nicht wissen, wo ich bin. Gut, sie sagen nichts. Sonst im normalen Cube Life sagen sie ja immer so, ich weiß nicht, was sie sagen, aber man merkt, dass sie einen entdeckt haben. So, hier sind wir am Anfang erstmal sicher, weil die glaube noch keinen dabei haben. Ich kann es jetzt sagen, es sind Kannibalen, die uns da ans Leder wollen. Und die haben noch keinen dabei, der sich irgendwo durchgraben kann. Ich glaube, das war am Anfang so. Ja, ich möchte eine Webseite machen. So ein, ja, ein Überlebensguide. Und da brauche ich eure Hilfe, denn ich möchte auch zeigen, was es denn alles für Zeugs auf den jeweiligen Gebieten oder Arealen, wie ihr es nennen möchtet, gibt. Und da brauche ich eure Hilfe, weil ich gucke natürlich auch, okay, hier kann ich so und so viel Kohle abbauen. Vielleicht habe ich aber irgendwas übersehen. Und wenn ihr halt auch da gucken würdet, können wir das Ganze mit einfügen in den Überlebensguide. Oder halt auch, wie kann man Gegner so und so besiegen, weil ich habe meine Variante, vielleicht haben andere Varianten und so weiter. Also so eine richtige, wie so eine Wikipedia-Seite. Weil das, was ich bis jetzt über Cube Life gefunden habe, ist erstens Englisch und zweitens nicht vollständig. Es ist wirklich so, keine Ahnung, also ich muss nicht wissen, okay. Das war nur die Fackel. Ich muss nicht wissen, dass es 121 Areale gibt, wenn ich das vorher schon weiß. Oder dass es Boss XY gibt und da steht halt nicht da, wie man den Boss besiegen kann. Das bringt mir jetzt nicht allzu viel, muss ich schon sagen. So. Wir warten jetzt mal ab, bis die verschwinden. Das müsste, glaube ich, um 5 sein. So, was habe ich noch vor? Ich möchte Top-10-Listen machen. Die könnten sehr interessant sein.
Und ich sage euch das alles nochmal im nächsten Part, weil ich weiß nicht, wie viele jetzt hier bis zum Schluss gucken. Oh, ich glaube, du bist. So. Ich sage euch das im nächsten Part nochmal. Also nicht wundern, wenn ich da nochmal von dem gleichen Zeugs rede, was es denn alles gibt. Aber so, dass das genug Leute mitkriegen. Ich werde es in mehreren Parts noch erwähnen. Also am interessantesten könnte wirklich für euch sein, wenn ihr auf den Discord-Server kommt. Yo, Level Up. Gar nicht gut. Weil Level Up bedeutet, es kommen mehr Kannibalen. Also das ist eins der wenigen Spiele, wo Level Up nichts Gutes bedeutet. Aber wenn man jetzt im Internet-Ranking weiter oben stehen möchte, dann ist natürlich Level Up interessant, weil danach geht's hier. Und wie ihr am schnellsten Level Up kriegt, ist, indem ihr die Kannibalen einfach hinterrücks angreift. Dann tötet ihr die und da kriegt ihr am schnellsten Level Up. Als kleiner Tipp. Ja, Tipps und Tricks möchte ich euch auch ein Video ganz gerne machen oder mehrere Videos, je nachdem, was sich halt ergibt. Aber ich glaube, das Interessanteste dürfte für euch sein. Sind sie weg? Das Interessanteste dürfte ja für euch sein, dass ich das Let's Play mache. Vorerst. Ich speichere mal. Wir speichern mal. Wir speichern mal. Okay. Das war's. Okay, das war's. Das ist schön. Das ist ja schön. So, jetzt gucken wir nochmal raus. Vielleicht werden wir jetzt drauf gehen. Ich kann es nicht sagen. Okay, Punkt 6 Uhr sind sie weg. Ja, war ja. Das da muss ich wegnehmen. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Dreck hier sammeln. So, was haben sie hier angestellt? Können die sich nach unten graben? War da jetzt einer dabei, der gräbt? Oh, das, ey, das ist cool. Das ist ja hier wie Nebel. Das ist cool. Das ist ja wie Nebel. Geil. Okay. Ich würde sagen, das war's aber erstmal für den Ersteindruck. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr liked, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Weil über gerade dieses Spiel rede ich sehr, sehr gerne. Also haut mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr abonniert, verpasst ihr natürlich nichts. Und wie gesagt, kommt auf meinen Discord-Server. Discord ist umsonst, geht auch schnell zu installieren. Ich kann es nur jedem anzeigen. Und wir sehen uns im nächsten Part genau hier wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, tschüss.